Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Der Murat hat sich schon seit längerem eine Neujahrsbrezel gewünscht und da habe ich mir gedacht, mache ich doch gleich ein Video für euch. Heute gibt es eine Neujahrsbrezel. In vielen Orten ist es ja Brauch, dass man am Neujahrsmorgen eine Neujahrsbrezel oder zum Beispiel diese kleinen Schweinchen backt oder andere Formen und die dann eben auch verschenkt oder gemeinsam verzehrt. Und die Brezel oder das Gebäck soll dann im neuen Jahr vor Unheil schützen, vor Krankheiten, soll einfach Glück bringen, Gesundheit. Und ich denke, das ist einfach eine richtig schöne Geste. Falls ihr am Neujahrsmorgen also Lust und Zeit habt, diese zu backen, dann könnt ihr das gerne nach meinem Rezept machen. Bei mir gibt es dazu noch eine Wintermarmelade, ich würde jetzt mal sagen Glücksmarmelade, die könnt ihr nämlich auch in so kleinen Gläschen verpacken und auch richtig schön verschenken. Da könnt ihr was Kleines Süßes draufschreiben und dann finde ich, ist es was richtig, richtig Schönes. Ich mache den Hefeteig jetzt. Ich zeige euch mal eben die Zutaten, die ich für den Hefeteig brauche. Für den Hefeteig verwende ich einen Würfel Hefe, 80 Gramm Zucker, 2 Esslöffel warmes Wasser, etwas Vanilleextrakt, 2 Eigelbe, 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Buttermilch, einen Teelöffel Salz und 120 Gramm weiche Butter. Ich gebe jetzt zuerst die Hefe in eine Rührschüssel. Da kommt dann der Zucker dazu und das Wasser und ich kann die Zutaten verrühren. Jetzt kommen hier einfach noch die übrigen Zutaten rein und dann knete ich den Teig für etwa 10 Minuten zu einem schönen, weichen und geschmeidigen Teig. Und ihr könnt den Teig entweder mit der Hand verkneten oder einfach in der Küchenmaschine. Und ich mache das gerne hier, weil es einfach schneller geht und ich die Hände frei habe zum Putzen zum Beispiel. So ist es halt bei uns. Ich mache Hefeteig. Verstecken ist zwecklos. Jetzt ist der Hefeteig fertig und ich habe noch 2 Esslöffel Mehl dazugegeben. Also wenn ihr merkt, dass der Hefeteig ein bisschen zu weich ist, gebt ihr Mehl dazu. Und wenn ihr merkt, er ist zu fest, dann gebt ihr einfach noch Flüssigkeit dazu. Und jetzt nehme ich den Teig raus und forme ihn zu einer Kugel. Und dann lasse ich ihn in der Schüssel abgedeckt für eine Stunde ruhen und kann in der Zwischenzeit schon mal die Marmelade machen. Für die Marmelade verwende ich Äpfel und Orangen, insgesamt 1,5 Kilo, 100 Gramm Marzipan-Rohmasse, ein bisschen Tonkabohne, eine Prise Zimt und 500 Gramm Gelierzucker, das ist der 3+1 Zucker. Ich mache die Marmelade jetzt mit einem Gelierzucker, das ist der 3+1 Zucker. Den mag ich ganz gerne, weil die Marmelade dann nicht zu süß wird. Wenn ihr jetzt einen 2:1 Gelierzucker habt, dann müsst ihr 2 Teile Früchte, 1 Teil Zucker nehmen. Schaut da einfach auf die Verpackung. Und ich schaue jetzt einfach, dass das geschälte und geschnittene Gewicht 1500 Gramm sind. Und nehme jetzt einfach Orangen und Äpfel. Die Orangen filettiere ich und die Äpfel schneide ich jetzt in kleine Würfel. Und zum Filettieren dann einfach die Orange in die Hand nehmen und die Filets rechts und links von dieser Orangenhaut wegschneiden, von diesen Trennwänden. Den Rest drücke ich dann noch aus, dann habe ich auch noch den ganzen Orangensaft. Jetzt gebe ich hier noch die Gewürze rein, etwas Zimt, Tonkabohne habe ich bereits gerieben, dann den Gelierzucker und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Marmelade noch aromatisieren mit Marzipan zum Beispiel. Aber im Prinzip könnt ihr jetzt auch alles dazugeben, was ihr gerne habt. Sternanis, Zimt, Nelken, Piment, Kardamom, da könnt ihr die winterliche Marmelade so machen, wie sie euch am besten schmeckt. Und ich lasse jetzt die Marmelade hier in der Kenwood kochen. Ihr könnt sie aber auch ganz normal im Kochtopf machen, einfach auf dem Herd zubereiten. Und meistens steht ja auch schon auf der Verpackung, wie lange man die Marmelade kochen muss. Bei mir sind es jetzt 4 Minuten. Und dann mache ich gleich noch die Gelierprobe.
Jetzt ist die Marmelade fertig und ich habe jetzt hier bereits eine Gelierprobe gemacht. Das heißt, ich gebe immer so ein bisschen was auf den Teller und schaue dann, ob es fest wird. Und jetzt könnt ihr die Marmelade entweder so stückig lassen oder einfach pürieren. Und ich werde sie jetzt pürieren und dann in Gläser umfüllen. Jetzt fülle ich die Marmelade einfach in Einmachgläser, die habe ich vorher ausgekocht. Und dann verschließe ich sie und dann können wir die Neujahrsbrezel formen. Der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Jetzt wird die Brezel geformt. Und ich nehme jetzt einfach so etwa ein Viertel vom Teig weg. Damit mache ich später den Zopf. Und den Rest forme ich jetzt zu einem langen, schönen Strang. Ich habe es mir anders überlegt. Ich nehme ein Drittel weg, damit ich mehr habe zum Flechten. Und den Strang habe ich jetzt so geformt, dass die Enden ein bisschen dünner sind und in der Mitte, da ist es ein bisschen dicker. Jetzt nehme ich eine Backfolie, da kommt ein bisschen Backtrennspray drauf. Dann kommt da direkt der Strang drauf und wird zu einer Brezel geformt. Und zwar unten ein großer Bogen. Dann oben einmal zwirbeln. Und dann die Enden hier drunter stecken. Dann habt ihr schon mal das Grundgerüst. Das lege ich jetzt kurz zur Seite und nehme jetzt den übrigen Teig und den teile ich jetzt gleichmäßig in 3 Portionen. Dann daraus 3 Stränge formen. Es geht echt am besten, wenn man so ein bisschen Backtrennspray einfach immer auf der Arbeitsplatte hat. Das ist komisch, aber dann haftet es halt ein bisschen. Jetzt einen schönen Zopf formen, so wie bei den Haaren, von außen nach innen. Und ich fange jetzt mittig an und mache dann die andere Seite von der anderen Seite. Und nach unten hin darf der Zopf jetzt auch gerne etwas dünner werden. Jetzt vorsichtig den Zopf direkt hier unten auf die Brezel legen. Jetzt decke ich den hier nochmal schön ab und lasse ihn nochmal etwa eine halbe Stunde aufgehen. Jetzt ist die Brezel schön aufgegangen und ich kann sie jetzt mit Eigelb bestreichen. Das habe ich vorher mit etwas Wasser vermischt. Jetzt ganz vorsichtig drüber. So bekommt es eine schöne Farbe und auch einen schönen Glanz. Kommt jetzt noch ein bisschen Hagelzucker drauf. Und dann kann die Brezel schon gebacken werden.
Murat darf jetzt probieren. Du hast dir ja die Brezel gewünscht. Du hast dir die gewünscht. Du hast gesagt, ich soll eine Neujahrsbrezel machen. Und jetzt meckere nicht, dass sie nicht schön ist. Doch, doch, die ist echt schön. Neujahrsbrezel, kennt ihr? Und zwar Neujahrsbrezeln sind süß. Sie ist schon ein bisschen ungleich aufgegangen. Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch schon Neujahrsbrezeln gesehen, die waren normal. Also normale Brezeln, nur größer. Ich meine, ich finde es schön, wunderschön. Ich habe extra den Zopf da drauf gemacht. Ja. Ich meine, vielleicht macht ihr beim Zopf einfach ein Viertel vom Teig. Okay. Weißt, das einfach, ja. Okay. Probier mal. Und du bekommst von der Marmelade Ruhe, damit der Murat ruhig ins neue Jahr startet. Wie nennt man das? Schlagzucker? Hagelzucker. Ah, Hagelzucker, oh. Die ist aber noch nicht offen. Warte, ich habe die andere offen. Ich gebe dir Harmonie, okay? Harmonie? Ja, darf ich noch was empfehlen? Und zwar, wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht und sowas holt, dann holt euch wirklich den Hagelzucker, weil da schmeckt es euch am besten. Ich finde es auch. Der schmeckt jetzt anders, der Hagelzucker, der ist so weich. Mhm. Guck mal, Harmonie. Mhm. Ich meine, wir sind eh harmonisch miteinander. Vielleicht dann noch ein Stück mehr. Was haben wir noch? Gesundheit. So, bist du ein Fieder? Glück. Weil es ein Fieder ist? Liebe. Was? Das ist, wenn man seinen Partner immer dicker haben möchte. Nein. Doch. Das will ich nicht. Kann man das wieder rückgängig machen? Mhm. Die letzten 10 Jahre. Zumindest nur die Kilos. Boah, nur die Kilos würde ich gerne rückgängig machen. Das alles andere ist okay. Das schmeckt echt ganz toll, gell? Ja. Was ist Apfelmus? Apfelmarmelade. Ach so. Hast du jetzt gerade meinen Hefezopf und meine Marmelade gehatet? Mhm. Schmeckt echt Apfel, super. Apfel-Orangen-Marzipan-Marmelade. Oh. Aber ich finde, man kann mehr Marzipan nehmen, weil Marzipan schmeckt man eigentlich gar nicht. Mach das bitte auch nach und nimm diesen Hagelzucker. Ist gut? Ja. Und ich meine, wenn man die Marmelade nicht machen will, kann man das Ganze auch mit ganz normaler Marmelade essen. Mit aber Butter, woher kommt die Tradition nochmal? Das ist vielerorts ganz unterschiedlich. Also ich habe auch gelesen, dass bei vielen das Gebäck, was übrig blieb und hart wurde, dann an die Nutztiere verfüttert wurde, damit die eben auch vor Krankheit geschützt sind. Und manche haben das sogar zerbröselt und dann noch mit den Samen in die Erde, damit das schön wächst. Bin ich jetzt ein Nutztier oder nicht? Nein, das ist ja noch frisch. Ach so. Aber sehe ich aus wie ein Nutztier? Nee, aber vielleicht wächst du ja noch in die Höhe. Ja. Also, machen Sie auf jeden Fall nach. Und wenn ihr es nachmacht, dann nehmt diesen Hashtag auf jeden Fall, damit ich eure Neujahrsbrezel auch sehe. Genau, Hashtag Nutztier. Ja. Und auf jeden Fall ein schönes neues Jahr. Ja, genau. Ein richtig schönes neues Jahr. Nehmt euch coole Vorsätze und der beste Vorsatz ist einfach, ein besserer Mensch zu werden. Noch besser. Ja, mehr. Du. Ich bin kein Mensch, ich bin Nutztier. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye.